Oder höchstens das dann. Okay. Naja, wobei. Ich habe schon wieder dieses komische Dings gedrückt. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Ich habe magische Fähigkeiten. Dann brauche ich aber. Entschuldigung, aber das geht so nicht anders. Zuerst das da durchbrechen. Hallo. Darf ich den Pfeil da bitte haben? Ich weiß nicht, wie ich das sonst anders hinkriegen soll. Ich bin ja zu inkompetent, das dann anders da oben drauf zu regeln. Danke. Nein, nein, ich wollte Pipette. Das hier und dann das hier und ist da noch irgendein Fenster? Oder ist da auch noch so? Ja, warum nicht? Okay. Ging das jetzt mit dem... Haha, so ist schön. Alles gut. Habe ich gut gemacht. Es darf sogar weiß sein. Das hier oben aber nicht. Das muss grau sein. Eigentlich so ein Blau, wenn ich übel. Das hatten wir doch hier auch in so einem Blau. Ja, warum nicht? Actually, why not this point too? Haben wir vielleicht auch hier sogar was Blaues? Irgendeiner von denen was leicht Blaues. Du zum Beispiel, was Bläuliches. Das ist... definitiv besser. Wow. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich was gebaut kriege, was mir jetzt mal spontan so von der Außengestaltung her gefällt. Das ist eine schöne Idee. Bis jetzt so. Was ich daraus mache, weiß ich so nicht so genau, aber... bis jetzt ist sie... Mann! Ich krieg nicht durch! Steht dir schön. Alles gut. Nichts passiert. Auch noch niemand irgendwo explodiert deswegen. Alles gut. Ah, wir könnten mir sogar ein paar von denen noch irgendwo hier so. So Sonnenfenster. Nee, das ist nicht, Breite passt da nicht. Gut. Mittig hier, mittig da. Und dann lasst mich wieder das hier nehmen. Das ist eine gute Idee. Nee, nur diese Seite. Bis dahin. Actually, das da wieder zurück. Okay, ja, doch. Doch. Gefällt mir. Die Idee zumindest. Wie gesagt, ob da wieder was draus wird, weiß ich noch nicht. Und dann machen wir hier einen Weg nach draußen. Eigentlich wollte ich nicht so viel Weg nach draußen haben. Das wieder? Ja, wunderbar. Können wir da mich einfach eine Tür hin platzieren? So. Treppe bitte noch. In diese Richtung. Aber... oh. Diesmal halt nicht mit... Mit einem Zierrand oder sowas. Das würde ich jetzt gar nicht machen da. Außentür. Sowas geht nicht. Oh. Warum nicht sowas Pompöses? Darf keine anderen Objekte überschneiden. Was für andere Objekte? Ach. Da drin ist ein bisschen Kauderwelsch, was die Räume angeht. Ich verstehe. Gut, da habe ich jetzt auch ein bisschen wild gehaust. Muss man ja auch dazu sagen. Das geht auch sowieso nicht. Ach so. Ist das da oben wieder im Weg? Was
ist denn hier im Weg? Türen müssen also auch noch einen festen Snap-Radius haben. Toll. Nein, ich wollte jetzt mal was Kleines probieren. Was überschneidet sich denn da? Sind das die Balken? Sind Balken das Böse etwa? Die Balken sind das Böse. Oh, bitte. Dann ist aber so eine ganz schön. Und daneben vielleicht ein ganz kleines Fenster. Der hier so. Ja, das müssen wir ja auch noch anpassen. Eins, zwei. Na komm. Dreh dich. Dreh dich, du Schwein. Jawohl. Hier einfach von allen Seiten. Sehr nett. Ah, das geht dann. Also hier geht's. Ja, das sieht aber dumm aus. Können wir es auch ganz weglassen. Geht das nicht? Eine Tür pro. Ach, das ist schon das Segment. Ja, ich verstehe. Das ist schon das Segment. Dann ist das aber so eigentlich gar nicht mehr übel. Müssen wir das nur so hängen, dass es nicht so dumm aussieht? So spät, sieht schon dumm aus. Nee, so finde ich das niedlich. So finde ich das niedlich. Okay, wow. Ja, doch, ich komme voran. Mhm. Kann tatsächlich in die Ecke da auch noch einfach eins rein. Das ist dann mal nachträglich dran gebaut worden oder so. Also von der Idee jetzt. Nee, das kann da so bleiben. Das ist die moderne Variante. Ich weiß noch nicht, wie wir das alles miteinander verbinden wollen, aber irgendwie wird es mir gelingen. Mit meinen magischen Verbindungsfähigkeiten. Hust. Oh, you have to move. Please. Das ebenfalls. Ist ja nicht ganz perfekt so, die Symmetrie. Darum geht es ja gar nicht. Okay, baumtechnisch wollte ich schon mal überlegen, was man... Ah, ich möchte nicht, dass... Wobei hier so ein etwas größerer Baum hier direkt dran lässt das Ganze sympathisch wirken. Der wird ja später... Mann, das habe ich wieder irgendwas gedrückt. Bewachsen sein. Das ist auch die ganze Zeit, was da glitscht. Kannst du es so gerade nicht abstellen. Ein großer Pinienbaum. Ist auch schön. Tannen passen hier natürlich auch exzellent hin. Ja, das mit dem Bewachsen müssen wir dann quasi machen, wenn wir wieder... Wenn wir das Winter-Plugin wieder draußen haben. Solange können wir zumindest einen kleinen Teil hiermit bewachsen. Wir könnten zum Beispiel das Innenteil hier mit Hecke ausstatten. Wäre eine machbare Sache. Aber minimalistischer schöner aus. Was ich jetzt übrigens noch machen werde, ich werde das Haus schon mal in meine Bibliothek speichern. Ich weiß doch, wie gerne das Spiel abstürzt, wenn man gerade etwas gestaltet. Und in diesem Fall bin ich mir sicher, dass... Ne? Ach, das ist der Sommersitz hier. Das ist so schön. Na, es gefällt mir. Oh, mit Abendlicht ist das schön. Bei Nacht sieht es auch gut aus. Hm, ja, doch. Hm, ja. Ja, finde ich sehr hübsch. Cool.
gut. Jetzt die Frage so von der Gesamtgestaltung, was man da noch machen könnte. Wir hatten doch, ich glaube, das hier bei, Moment, war das hier so bei Hausdekorationen? Hier waren noch jede Menge Dekorationen dabei. Sowas zum Beispiel hier. Gibt es ja auch in Weiß. Ja, mit nicht passendem, mit unpassendem Dach. Das ist süß. Keine Ahnung, ob man die Dinger so setzen könnte, aber halt so. Nö, nee, finde ich in Ordnung. Okay. Waren da noch andere Gestaltungsmöglichkeiten? Nein. Kaminrohr. Irgendwo packen wir da einen Kamin auf jeden Fall rein. Vielleicht nehmen wir da lieber auch den etwas... Ja, mit dem gleichen Muster dazu passenden. Ist nicht so, dass man da gerne so dann so typisch so zwei Kaminrohre nebeneinander hatte? Oder das Haus hatte mehrere Kamine und hatte dann dementsprechend noch einen zweiten oder so? Ich weiß nur, dass wir bei uns in der Stadt welche haben, die haben zwei Kamine direkt nebeneinander teilweise. Sieht etwas lustig aus, aber so ist es halt. Der Wimpel sieht da an der Stelle doof aus. Hier geht's schon eher. Mhm. Vielleicht machen wir hier ein Schlafzimmer draus. Dann sieht das schöner aus. Dass da nochmal so ganz große, offene Fenster hat. Und hier darf halt einfach, ja, normales Fenster unten drunter sein. Also, gerade im Moment, ich weiß nicht. Vielleicht nehme ich da auch wieder eins hiervon. Die sehen auch immer schön aus. Da kann man keine zwei von nebeneinander packen, weil es komisch aussieht. Wenn ich da so ein offenes daneben packe, sieht es noch komischer aus. Packe. So vielleicht. Waren jetzt hier die kleinen? Na komm her. Achso, hier habe ich die... Nee, du kommst... Die kommt Richtung unten am Rand dran. Das habe ich nämlich hier auch so gemacht. Jawohl, dann stimmt das. Alles klar. Bei denen da oben war es jetzt wurscht. Die sind da sowieso noch an der einen Seite dran. Schön. Gefällt mir. Puh. Ja, Gartengestaltung wird nochmal ein bisschen aufwendiger. Ich weiß nicht, ich hätte halt gerne... Wir hatten noch so Dekoration fürs Haus. War das bei Deko-Objekten extra? Das waren die Kamine. Besonderes. Lass uns mal bitte alles anzeigen und nur Zeit für Freunde. Weil ich meinte, wir hätten doch da so Deko-Objekte fürs Haus dran gehabt. Also die man direkt ans Haus dran platziert. Den Wunschbrunnen zum Beispiel hätte ich jetzt auch gerne irgendwo hier hinten im Garten drin. Ein bisschen umrankt und umrandet. Hier so ein bisschen so eine Sonnenmarkise ist auch schön. Vielleicht können wir denn hier gewächshausmäßig was... Ist Bescheid, Glaskuppel. Ja, das können wir jetzt da weniger brauchen. Hier um Holzscheite. Damit man hier Holz reinholen kann. Das kommt hier hin. Die kriegen wir nicht mehr da dran, oder? Doch. Nice. Kann man nämlich hier Holz holen für den Kamin. Dann muss man da nicht immer, da kann man gleich da rausgehen. Dann ist das gar kein Problem. Das finde ich besser so. Finde ich gut. Das ist ja hier so ein typischer Garteneingang irgendwie. Wenn wir den Garten so gestalten, dass er einen Eingang hat, dann würde das vielleicht sogar ganz gut aussehen, aber das passt jetzt gerade nicht. Vogelhäuschen! Muss auf jeden Fall hier hin. Dann schauen wir mal, wo wir die Sachen dann genau hinpacken. Das weiß ich halt noch nicht. Schindelvordach.
Das sind halt jetzt so Dinge, wo ich mir denke, ja, so ein Schindelvordach. Das gehört ja durchaus dekorativ betrachtet schon so an so einen. Wie seht ihr dann aus, wenn ich euch hier anbringen würde? Sehr gut aus, glaube ich. Ich weiß es nicht, ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ist ein bisschen too much, ne? Oh, Balkons? Ja, doch. Das geht. Balkon geht. Okay, da dann nicht, weil das dann total doof wäre, wenn man da nicht mehr rankäme. Aber zumindest hier. An der Stelle. Schön sehen sie auch noch aus. Die Frage linksrum. Da geht's ja schlecht. Nee, hier hinten sieht das nicht so gut aus. Was ist mit denen hier? Die waren ja auch nicht übel. Da kriegt das so ein bisschen Herrenhauscharakter damit. Dann sind die hier aber wieder fehl am Platz. Auch wenn super süß und so, ist klar. Super süß. Aber das hier kriegt so ein bisschen Herrenhauscharakter. Die hatten wir noch mal hier und hier. Ja. Das ist nett. Haben wir denn hier noch altehrwürdiges Efeu? Können wir hier noch Efeu hochwachsen lassen oder sowas? Wäre das machbar? Wächst hier so Efeu nach oben. Kann man das... Oh, damit da brauche ich Testing-Cheats. bb.moveobjects. Danke. Können wir hier tatsächlich Efeu hochwachsen lassen? Das wäre ja super cool. Oh, mit Rosen dazwischen, ja? Was hängen da Holunder? Ob ich das jetzt so hinkriege, dass das dann hier so hoch und drumrum richtig wächst? Oder dass es ganz komisch aussieht? Das ist ja voll verträumt dann so. Okay, jetzt nicht vielleicht bis ganz unters Dach. Wie kann man denn nicht da vorstellen? Da müssen wir ein bisschen improvisieren, eventuell gleich. Ist ja auch süß, lebendige Vase und so. Also ein bisschen Efeu hätte ich hier tatsächlich gerne am Haus. Nicht ganz so extrem viel. Hier ist es so teilweise angeschnitten dann. Müssen wir mal einfach ausprobieren, wie es aussieht. Wenn man hier so ein bisschen mit experimentiert. Okay, jetzt brauche ich Büsche. Ich brauche Büsche. Ich muss das ein bisschen covern hier. Dass der Ansatz hier unten nicht perfekt ist. Alter, ich wünschte, das Zeug würde nicht in der Luft schweben, ey. Ich habe doch das mit dem Gitter schon ausgeschaltet. Huch. Okay, das muss ich so da haben, damit ich mir das genauer angucken kann. Wieso ist denn das jetzt hier schon wieder nicht breit? Gerade sagen. Boah, so ein bisschen dekorativ, die hier vielleicht so dahin drapiert. Das covert das dann so ein dezent. Und dann Hecke. An der Stelle fehlt noch Gebüsch. Nein, soll's das nicht. Es glitscht schon wieder. Nein, nicht die Blümchen, sondern... Dann ist das halt hier so ein bisschen... Hey.
guck doch dann da auch rein. Das sieht doch dann doof aus. Wie ist denn das jetzt hier oben? Ich kann nichts über die Etage Verbindendes hinbringen. Weil dieser Rand einfach zu dick ist. Sei denn, ich... Man gibt doch diesen Cheat, wo man die Dinger... da irgendwas musste man drücken. Irgendeine Zahl. Und dann ging das up, up und down, down. Ich guck gerade mal. Was das war. Das ist... Ganz hochzoomen. Steuerung. Irgendwelche Zahlen drücken. Nee, das ist in verschiedene Richtungen. Wie fertig. Was war das doch? Nein, das war das Ding größer machen. Angeblich gab es irgendwie Nummerierungen, mit der man... Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ich hab noch STAG-Zeug drin, deswegen klappt das nicht. Okay, es gab aber irgendwie Möglichkeiten, Objekte gezielt höher oder niedriger irgendwo zu machen. Zum Beispiel den Busch hier nehme. Der schiebt ja sowieso schon so ein bisschen. Da kann man es deutlicher sehen vielleicht dann. Es gab irgendeine... Zero und Nein war es nicht. Weil Nein gibt mir auf jeden Fall jedes Mal diesen Schwenk zurück. Lass mal Steuerung 9 drücken, damit das nicht nochmal passiert. Doch, es geht. Jetzt geht's. Aha. Okay, doch. Ich habe das gerade irgendwie entbuggt oder ich weiß es nicht. Mann, hör auf damit. Damit sollst du nicht reinzoomen. Okay, das könnte man damit machen. Okay, gut. Wo war denn jetzt diese Hausdeko? Da war doch jetzt irgendwie so Außen-Hausdeko-Objekte. Doch die ganze Zeit gerade. Da wart ihr. Ich kann die sich ja nicht frei bewegen lassen. Okay, nee, es muss dann tatsächlich schon Busch sein, der das Ganze covert. Toll. Ich meinte natürlich... Ui, ein Busch. Gut, dann ist das ein Busch, der das covert, hä? In der Hoffnung, dass es dann nicht so sehr irgendwo reinglitscht und dumm aussieht. Ja, da kann man in die Ecke was stellen, damit das nicht auffällt. Da macht man das so zu ein bisschen hier. Um das Ganze atmosphärischer zu haben, so. Oh ja, richtig. Aber ja, was? Ja, dann sieht das so aus, als wäre das da teilweise bis da hochgewachsen. Teilweise sieht das so aus. Also mit ein bisschen Fantasie vielleicht. Ich gucke gerade, ob man das hier nicht noch irgendwie... Oh, wo bist du denn jetzt gelandet? Okay, so vielleicht. Ja, dann ist das von unten ein bisschen abgeändert. Das ist jetzt nur so die Idee, das ist halt nicht leicht. Was soll ich denn machen? Sieht wahrscheinlich im Sommer alles dann total bekackt aus. Aber gerade im Moment sieht es gut aus. Das kann ich dann da immer noch ändern. Dann nochmal den hier. Mhm. Yes. Sieht das jetzt bewachsen besser aus oder nicht? Also so teilweise bewachsen mit
Ist echt nicht schlecht, aber das hier ist halt fast einfach zu much. Vor allen Dingen, weil man halt hier diese schöne Deko hat und... Ich wünschte, man könnte das bis nach oben durchwachsen haben. Das würde so gut aussehen. Man muss halt das hier quasi reichen. Mein Gott. Die Dinger sehen halt mit der Winteroptik komisch aus. Haben wir nicht irgendwie was Passendes, so... wie nennt man sie? So große... Wie sowas? Wie Zypressen? Das sind so große Zypressen. Kleine Zypressen. Hier eine andere Oh, das ist eine runtergeladene Zypresse. Die habe ich gar nicht im Spiel. Achso, das... Nee, das... Ja, genau, das sind die ersetzten. Zwei Zypressen hier nebeneinander. Weil es, glaube ich, besser aussieht, wenn die hier nebeneinander stehen. Neben dem Haus links und rechts. Nur so von der Optik her. Ja, wo du hinkommst, das weiß ich noch nicht. Vielleicht hier so neben das Gewächshaus, Coming Soon Gewächshaus quasi. Können auch die kleinen Vöglein immer rumfliegen. Ja, so ein bisschen was mit dem Efeu hat das schon. Das müsste man halt quasi ausprobieren, ob man das dann im Sommer mal hier wachsen lässt. Ich mache es jetzt erstmal wieder weg. Ihr habt gesehen, wie man es machen kann oder nicht machen will oder so. Ist halt einfach so, wenn es jetzt nicht jedes Mal da... Konnte man das nicht ausstellen? Eine Spieloption beim Bauen... Skript, Benutzer automatisch neu verbinden, dann Online-Benachrichtigung, Features. Ah, Spielkamera, ist alles klar. Ich sehe gerade nicht, wie man das irgendwie ausschalten kann, dann lasse ich das auch erstmal. Okay, dann kümmere ich mich jetzt gerade einfach mal prinzipiell hier ein bisschen um den Garten. Größer war damit, genau. Ja, ist ein bisschen arg groß. Ja, dann kann man die ein bisschen ineinander klippen lassen, so. Man hier einfach bei dem Gewächsgarten halt dann hier so ein, mach mich meinen kleinen Weg drumrum und dann kommt man da rein und kann man das dann da aufbauen. Und jetzt ist meine Frage gestalterisch, ob ich da nicht eventuell hier nicht auch eine Hecke? Richtig. Ob ich das dann halt auch so ein bisschen gartenmäßig anlegen sollte? Das ja ein bisschen verschieben. Das Vogelhäuschen auch wieder. Die Dinger kommen halt einfach ein bisschen weiter vor. Fast symmetrisch, muss ja auch nicht perfekt sein. Ah, Moment, das ist angepasst dann an das... Ah, das ist ja interessant. Kann ich da jetzt eine Lücke schlagen? Kann ich quasi... Hm, finde ich jetzt interessant, das ist mir so noch nie aufgefallen, dass das so geht.